Moin, moin. Ich stehe hier im Inski Park Krajopalcowy oder so ähnlich, da oben steht's. Ja, was zur Hölle mache ich hier? Das hört sich nach Polen an und es ist auch Polen. Ich sage euch mal, warum wir hier sind. Ja, hier sind in der Gegend von Stargard noch hinter Stettin eine Ecke, wo es lauter kleine Dörfchen gibt. Und diese Dörfchen, die heute Szatko und Dobrzani heißen, die hatten vor dem Zweiten Weltkrieg noch deutsche Namen. Saatzig, Tornow, Jakobshagen. Und wir haben gerade Kaffee getrunken, aber das ist nicht die Geschichte. Die Geschichte ist, dass in dem Dörfchen Tornow mein Vater geboren wurde, sein Großvater, der Großvater von meinem Großvater und so weiter. Und das zieht sich oder hat sich die letzten 500 Jahre so hingezogen. Also seit dem 30-jährigen Krieg ist das bekundet hier. Und ich habe mir extra noch ein Messtischblatt besorgt mit den deutschen Namen. Das zeige ich euch gleich. Aber vorher, ja, das ist der Grund, warum wir hier auf unserem Weg zum Schwarzen Meer mal kurz Halt gemacht haben. Ich wollte mal sehen, wenn wir heute Nacht hier irgendwo pennen, ob mich der Geist der Urahnen heimsucht und mir ein bisschen Vernunft einflößt. Ich zeige euch mal diese Karte. Da wird man jetzt in der Einstellung nicht viel sehen. Das ist der blaue Punkt, wo wir sind. Das ist der Kremmener See. Und auf dem Messtischblatt ist hier Kremmen. Und hier um die Ecke rum, ich muss euch das mal mit der anderen Kamera noch ranzoomen, damit man das sieht. Da gibt es einen kleinen Ort oder Wohnplatz, wie das früher hieß. Und der Wohnplatz heißt Wobigsfelde. Und wer bei mir schon mal im Impressum geguckt hat, der weiß, dass mein Nachname Wobig lautet. Also vor ein paar hundert Jahren ist einer meiner Vorfahren da unten an dem See entlang geschlendert und hat sich umgeguckt. Und da hat es ihm gefallen. Und da hat er sich gedacht, hier, genau hier, mache ich mein Ding. Jo, aber und dann kamen die Schweden und die waren hier nicht zum Urlaub machen, sondern die sind hier im 30-jährigen Krieg durchgezogen. Und um Steuern einzutreiben von den ganzen Bauern, haben die Einwohnerverzeichnisse angefertigt. Und daher weiß ich, dass, wie gesagt, meine Vorfahren hier seit dem 30-jährigen Krieg und davor weiß ich es eben nicht, aber vermutlich auch schon eine Zeit davor hier ansässig waren. Und ich wollte ich mir einfach mal angucken auf unserem Weg zum Schwarzen Meer. So, jetzt wisst ihr, warum ich mit der Ulrike hier diesen Abstecher gemacht habe. Ich meine, das ist eine sehr verträumte Gegend hier. Wie gesagt, kleine Dörfchen. Das Dorf, wo mein Vater geboren wurde, da sind wir eben durchgefahren, zweimal. Ja gut, das sind halt Gebäude, wo teilweise die Dächer eingefallen sind. Ich wollte mich da jetzt nicht mitten ins Dorf stellen und anfangen zu drehen. Das ist auch nicht, ja, der Grund, warum ich hier bin. Es ist einfach nur, ich wollte wissen, wie die Generationen vor mir gelebt haben. Das waren Bauern. Der Hof, der wurde immer an den Ältesten vererbt. Und die restlichen Geschwister, die mussten halt sehen, dass sie sich woanders verdingen. Ja. Und jetzt ist hier, wie gesagt, so ein kleiner Park, finanziert durch die EU entstanden. Und wo das Wobigsfelde genau war, das ist noch ein paar hundert Meter weiter die Straße hier runter. Da fahren wir gleich nochmal längs. Dann gucken wir, ob wir einen Platz finden, wo wir stehen. Dann werden wir hier eine Nacht verbringen und werden morgen Richtung Süden aufbrechen. Mal gucken, ob wir noch einen Tag oder zwei in Polen verweilen. Das wird sich ergeben. Der Docker ist gepackt.
bis um das Dach. Aber das kennt ihr ja. Ihr hattet ja mal angeregt, dass wir mehr Minicamper live filmen. Wir nehmen uns das mal zu Herzen und machen das. Aber jetzt ist das erste Mal zusammenräumen angesagt und dann fahren wir ein Stück weiter. Ja, wir haben die Gegend um Dobryszany, Jakobshagen, doch verlassen, weil die Plätze da alle schon belegt waren, obwohl das am Arsch der Welt ist. Wir sind ein Stück Richtung Süden gefahren und haben jetzt hier einen kleinen Stellplatz gefunden. Den zeige ich euch mal. Ja, das ist hier gegen so eine kleine Straße rein. Den habe ich mit Park for Night gefunden, den Platz. Da ist hier unten so ein kleiner See. Offenbar bei Einheimischen beliebt. Die hier kommen, um eine Runde zu schwimmen mit ihren Hunden. Aber das ist schon schön hier. Wir haben einen Badesee. Und einen geraden Stellplatz halbwegs. Und hier werden wir uns jetzt die Nacht um die Ohren schlagen. Gut. Und hier ist die neueste Folge Kochen im Camper. Wir kochen ein belegtes Brötchen mit Tomaten, gekochten Eiern. Und für mich Gurke, ich esse keine Tomate. Du weißt gar nicht, was du verpasst. Ich esse keine Tomate. Hier nochmal das Ganze aus der Totale. Mit Blick über den kleinen See. Aber wie gesagt, der ist von Einheimischen frequentiert, die mit Hunden kommen, aber bisher gucken die uns nicht mal mit dem Allerwertesten an. Wenn es so bleibt, ist es okay. So. Einen schönen guten Morgen aus Polen. Wir stehen hier im Grenzgebiet zur Slowakei auf einem kleinen Parkplatz und werden jetzt ein bisschen Frühstück machen und dann in die Slowakei reinfahren. Wir sind gestern den ganzen Tag quasi gefahren, waren Fahrtag einmal durch Polen durch, meistens Autobahn. Und es ist etwas laut hier, wir stehen an der Straße. Heute Nacht war es natürlich Totenstille, aber jetzt geht das so langsam los. Was haben wir gelernt aus der Geschichte? Wenn du einen Stellplatz findest, dann sei erstmal zufrieden mit dem, was du findest und versuch nicht, was noch Besseres zu finden, denn so haben wir das gestern gemacht. Dann sind wir 2 Stunden hier umhergeeiert in der Gegend, wo es kein Netz mehr gab, also ohne Internet auch kein Park for Night. Und das war dann am Ende dann doch frustrierend, so dass wir hier mit dem Parkplatz vorlieb genommen haben. Ich zeige euch nochmal genau, wo wir sind. Das ist also der Platz. Ulrike putzt gerade Zähne, das mache ich jetzt auch gleich noch. Hier oben geht die Straße lang. Und es waren auch schon die ersten Leute, die hier geparkt haben, warum auch immer, die gehen dann bald suchen Pilze oder was, morgens um 6. Ich weiß es nicht. So, hier hinten ist natürlich eine kleine, schöne, überdachte Hütte. Da werden wir gleich unser Frühstück machen. Und dann melden wir uns aus der Slowakei wieder. Hallihallo aus der Slowakei. Wir stehen kurz vor der Grenze zu Ungarn. In der Slowakei haben wir nur ein kurzes Gastspiel gegeben. Das hat uns nicht wirklich abgeholt, obwohl die Gegend sehr schön ist. Ich zeige euch mal ein bisschen was davon. Ja. Da fliegt mir noch gerade das Mikrofon weg. So kann es gehen. Ich halte es mal fest für den Schlussakkord hier. Wie gesagt, da haben wir halt 2 Tage mehr in Rumänien oder was weiß ich, vielleicht auch in Ungarn, wo wir jetzt hinfahren. Vielleicht finden wir da was, aber die Slowakei.
in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, von uns keine 5 Sterne. Obwohl, wie gesagt, versteht uns nicht falsch, es ist eine schöne Gegend, alles tippitoppi, aber die Infrastruktur, die ist einfach im Moment nicht so weit. Ich weiß nicht, ob es vorher so weit war, aber nee. Wir melden uns aus Ungarn. Ciao. Einen schönen guten Morgen aus Ungarn, aus Tisztaföret. Wir stehen hier bei einer Bekannten in der Einfahrt und machen hier mal einen auf Entschleunigung. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ja, wir stehen mit unserem Docker hier in der Einfahrt. Die Maria war so nett und hat uns das genehmigt. Hier, das ist, wo Maria wohnt. Das ist ein typisches ungarisches Häuschen, wo die Maria schon ihr ganzes Leben quasi wohnt. Hier hinten hat sie einen Garten. Irgendwo geht eine Alarmanlage. Aber wie gesagt, heute ist der Tag 4, glaube ich, auf unserer Reise. Und jetzt heißt es auch für mich immer ein bisschen zu entschleunigen, weil ich bin ja gefahren von Deutschland nach Polen, von Polen in die Slowakei. Die Slowakei, das war jetzt nicht unser Ding. Also sind wir gleich weiter nach Ungarn gebrettert auf unserem Weg nach Rumänien. Und was ist der erste Zwischenstand von unserer Reise? Ja, ich kann nur sagen, wer irgendwie mit Vorurteilen zu kämpfen hat, der sollte sich einen Minicamper bauen und fremde Länder bereisen. Weil wir sind jetzt zwar durch Polen nur durchgefahren, das macht uns nicht zu Kennern des Landes. Aber was wir gesehen haben, die Autobahnen, die Toiletten auf den Autobahnen, die Straßen, die Gärten, alles ist viel sauberer wie in Deutschland. Das ist nun mal der Eindruck, den wir gewonnen haben. Slowakei, nochmal ein kurzes Wort. Ja, wir sind über die Grenze. Es machte schon ein bisschen den Eindruck, dass die noch nicht ganz so weit sind wie Polen beispielsweise. Und ich habe das ja alles schon erwähnt, muss ich nicht nochmal. Also das Slowakei sind wir durchmarschiert. Und jetzt, wie gesagt, sind wir gestern Abend in Ungarn hier angekommen. Können wir auch noch nicht viel zu sagen. Wir wollten auch keinen Ungarn-Urlaub machen, sondern weiter nach Rumänien. So dass das nur ein kleines Zwischenfazit ist hier. Der Docker selbst läuft wie am Schnürchen. Alle Systeme funktionieren. Und wir haben hier jede Menge junge Katzen, die ganz aufmerksam verfolgen, was hier so vor sich geht. Die rennen auf Schritt und Tritt nach. Wahrscheinlich werden sie mich bei der nächstbesten Gelegenheit überfallen. Ja, Ulrike duscht gerade drin bei Maria. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Film schneide. Dann klick hier rein. Also es sieht nicht immer so aufgeräumt aus. Das Nummer. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das richtige Leben der Minicamper aussieht. Taschen räumen von vorne nach hinten. Polster räumen von hinten nach vorne. Und so geht das. So. Damit schließen wir den ersten Teil ab. Und werden dann uns aus Rumänien wieder melden. Katze müsste man sein, ne?